Pünktlich zum Wochenende ist es wieder soweit. Die Damen und Herren des Berliner Hockeyclubs des BRC bitten zum Tanz. Das Ziel dabei ganz klar, 12 Punkte sollten an diesem Wochenende in Zehlendorf gehalten werden. Ob das gelang, ob der Samstag Lust auf mehr machte, das seht ihr hier und nur hier auf eurem Hauptstadtsender auf hauptstadtsport.tv. Die Damen des Berliner HC empfingen im ersten Spiel die Gäste aus Mannheim und an die erinnerte sich das Team von Matthew Hetherington nicht allzu gern zurück. Im Hinspiel gab es nämlich lediglich einen Punkt beim 1:1 Unentschieden. Heute sollte das allerdings ganz anders laufen und kaum waren 15 Minuten gespielt. Da war es auch schon passiert. Der Nies Danne mit der 1:0-Führung für den BHC. Schön nochmal zu sehen, nach Pass von Gonnermann bekommt Danne den Schläger noch gerade so hin. Nicht schön, aber erfolgreich. Doch danach gestaltete sich das Spiel ganz und gar nicht nach dem Geschmack von Coach Hetherington. Die Mannheimerinnen mit zunehmender Spieldauer immer stärker und mit dem verdienten Ausgleich in der 30. Minute Torschützin die Nummer 11, Petra Ankenbrandt. Die Berlinerinnen durch diesen Treffer wie gelähmt und in Folge absolut harmlos. Mannheim dagegen mit Riesenmöglichkeiten, doch Amelie Klaumünzer im Tor der Gastgeberinnen sicherte durch Glanztaten wie dieser hier das Unentschieden zur Halbzeit. Durchgang 2 schloss dann zum Bedauern der Berliner Anhänger aber nahtlos an die ersten 35 Minuten an und das wussten die konterstarken Mannheimerinnen immer mehr zu nutzen und gingen nicht ganz unverdient durch Laura Keibel in Führung. Die Damen in Rot und Blau zusammengefasst mit keiner guten Leistung. Am Ende konnte das Team aus der Hauptstadt eigentlich nur zufrieden sein, dass Viola Schaar 5 Minuten vor dem Ende noch zum 2:2 Ausgleich traf und somit einen Punkt in der Hauptstadt festhielt. Wir wollten gerade nach letzter Woche hier auf jeden Fall 3 Punkte holen heute. Und es ist verdammt ärgerlich, dass heute genau die gleichen Dinge wieder nicht geklappt haben, die schon letzte Woche nicht geklappt haben. Und da müssen wir jetzt echt dran arbeiten und hoffen, dass es bis morgen irgendwie besser wird. Also auf jeden Fall ein wichtiger Punkt für uns. Und aber auch mehr drin wäre noch geiler für uns gewesen. Aber auf jeden Fall den Punkt haben wir uns gut erarbeitet und nehmen wir mit, auch im Sinne vom Abstiegskampf, dass wir da uns ganz raushalten können. Im Anschluss dann die Männer, doch leider musste der Coach Hetherington auch hier feststellen, der Samstagnachmittag hätte deutlich besser laufen können. Bereits in der ersten Halbzeit kassierten die Männer in Rot und Blau 2 Buden nach Strafecken und sahen somit zur Pause alles andere als gut gelaunt aus. Und auch Durchgang 2 änderte daran nichts mehr. Der Gegner aus Nürnberg zeigte mal gar kein Mitleid und schenkte den Gastgebern weitere 2 Tore ein. 0:4 verloren, Punkte verschenkt. Zufriedenheit, ja, sieht wirklich anders aus. Also ich würde eigentlich gar nicht mehr von Playoffs jetzt erstmal reden, sondern wir müssen jetzt von Spiel zu Spiel auf jeden Fall denken. Morgen direkt mal eine Antwort geben auf die Leistung heute, auch von der Einstellung einfach. Da hat es heute, denke ich, auch gemangelt. Aber ich denke mal, an Playoffs müssen wir jetzt erstmal gar nicht mehr denken, sondern einfach von Spiel zu Spiel. Die Damen und Herren also mit herben Rückschlägen im Kampf um die Playoff-Plätze. Zwar befinden sich beide Teams mit Platz 5 noch in Schlagweite, doch der Sonntag sollte schon deutlich besser laufen als der enttäuschende Samstagnachmittag. Musik